Ja Mensch, willkommen hier zurück zu unserer neuen Folge ARK. Und wir sind hier gerade dabei, den Spino letztendlich zu zähmen, denn ja, ihr seht schon, der Fortschritt ist schon fast am Ende. Und ihr glaubt nicht, wie viele Nerven uns das gekostet hat. Ja, und vor allem hat es auch ewig gedauert. Wir sitzen jetzt hier schon bestimmt 3,5, 4 Stunden und warten darauf jetzt, dass das Viech endlich mal gezähmt wird. Ja, der epische Moment steht bevor und auch unser Tribe-Mate wartet genau darauf. Mich schon ausgequetscht vorhin, wie lange das hier gedauert hat. Ja, eine Weile. Ja, ihr seht schon, also Torbor geht immer noch schnell runter und er müsste jetzt eigentlich gleich demnächst fressen. Es ist nur noch ein Pixel oder sowas da zu sehen. Aber das Coole war, Mario ist ja die ganze Zeit auf der Suche nach Prime Meat gewesen und hat dann ein Ei gefunden. Ja, ein Argentavis-Ei tatsächlich. Und jawohl! Da ist es! Jawohl! Juhu! Party! Haben wir wieder was Neues. Richtig das gut. Ist sehr schön. Klasse Sache. Ja. Tja, dann Name? Kannst du, glaube ich, gleich einen Sattel basteln. Er bekommt auch erstmal keinen Namen, glaube ich. Ja, wir warten mal noch ab. Und der hat ein episches Level, Level 111. Das ist schon richtig gut. Das ist total episch. Gute Schnapszahl. Ja, dann können wir den ganzen Mist hier wieder abbauen. Ja, genau, den ich so schön dahin gebaut habe. Also richtig, richtig. Ja, ich baue mal ab. Oder sollte ich gerade irgendwas machen? Habe ich du kannst doch mal gucken, ob wir ein Sattelrezept haben. Ach ja, Sattel. Dann baust du ab und ich gehe. Ich nehme den gleich mit. Ja genau, nimm den mal mit und ich komme gleich nach. Ja, also wie gesagt, hat wirklich ewig gedauert. Unglaublich. Nochmal brauche ich das jetzt erstmal nicht. Nee, also der muss jetzt erstmal eine Weile halten. Ist ja Gott sei Dank ein Weibchen. Kann also direkt schon mal loslegen mit Eier oder sowas. Oh, der ist riesig. Ja, guckt euch das doch mal an. Ah ja, er hat es auch geschafft, über die Wände zu springen. Und der trampelt genauso wie so ein T-Rex. Ich finde ja, der hat echt Ähnlichkeiten mit dem Alligator. So. Guckt euch da mal an, wie riesig der ist. Unglaublich. Aber es hat sich gelohnt. Das Warten hat sich wie immer gelohnt. Er ist so episch. Episch. Komm rein. Los. Fein. Guck mal hier, deine neuen Freunde. Ich stell ihn mal hinten ab. Ja. Bei unseren etwas größer geratenen Tierchen. Genau, hier liegt schon mal wieder ein Dings rum. Ein Ach, mein Schwerter hat vorhin auch ein Ei gelegt. Das habe ich vergessen zu holen. Ah. Ich hoffe, es liegt noch da. Ich hoffe auch. Wahrscheinlich nee, nicht. Nee, Mist, es ist weg. Ja, toll. Nee, doch, nee. Warte mal. Ja, das ist riesig rot, das kann man gar nicht übersehen. Nee, dann ist es das nicht. So, Kleiner, bleib mal hängen hier. Ja, so wird es nichts mit dem T-Rex-Nachwuchs. Ja, wenn Anni die Eier mal liegen lässt. Ja, ja, ja. So, ich nehme erstmal das ganze Zeugs hier raus. Bisschen Gammelfleisch, bisschen Cooked Prime. So. Ja, ich guck mal nach dem Sattel. Ich glaube ja, wir haben. Also ich weiß nicht, ob wir ein Rezept haben. Ja, ich schau mal, aber erstmal kommt alles zurück in den Kühlschrank. Das wäre auf alle Fälle ziemlich cool, denn also lernen könnte ich es theoretisch schon, aber ich hoffe, wir haben tatsächlich ein Rezept für. Weil die waren gar nicht so günstig, die Sattel, also die höheren zumindest. Also das ist irgendwie, ja. Ich glaube, 40 Punkte, was es kostet. Also habe ich jetzt natürlich aber trotzdem. Wir haben ein Rezept für. Spino, ein blaues. Autsch. Jetzt mal gucken, wie viel Cementing Paste man da braucht. Zu viel. 168. Nebenbei auch noch Silicia Pearls 93. 1423 Hide und entspannte 749 Fiber. Also Fiber, Hide und Perlen ist nicht das Problem. Aber... Halter. Wie viel sind denn 149? 168. 168 mal, ich weiß nicht. Wie viele Steine brauchen wir denn da? 8 Stück jeweils? 5? Oh Gott, ich weiß nicht. Moment. Haben wir noch Cementing Pastes? Auch das kann ich dir gerade noch nicht sagen. Ich habe echt schauen. Kein anderes Rezept. Nein. Dann lerne ich das lieber. Was kostet dich das? Ich guck gleich mal. Und zwar kostet es, müsste ja irgendwie so Level 60 sein, glaube ich. Ankylo. Megalodon. Kano. Da, 40 Punkte. Ordentlich. Ich kenne ein anderes Rezept. Ich guck nochmal rein. Also eigentlich hat sich den Schrank hier aufgeräumt, aber wer weiß. Vielleicht hängt es ja auch in einem anderen Schrank. Das ist möglich. Nee, ich glaube, die Sattelrezepte sind da im gleichen Schrank. Aber. Ja, die habe ich ja damals reinsortiert. Aber ich guck mal, es ist der mit den drei Zacken. Naja, was tatsächlich ansonsten. Nee. Nein, leider nein. Oh, ist das teuer. Ja, hier eine Cementing Paste. Guck doch mal bei Dingens drüben im Haus, ob der.
Ja, aber auf jeden Fall ein Cementing Paste. 8 Steine. 8 Steine und 4 Keratin. Autsch. Ja, das Autsch. Tut ganz schön weh. Das lassen wir. Ja. Wobei das schon echt episch wäre. Also Steine müssten wir genug haben. Ja, wir haben genug Steine und Keratin. Ach komm, Mann, lass uns das doch machen. Ansonsten stellen wir halt nochmal hin und fahren eine Stunde Steine. Ist doch egal. Das kriege ich auch hin. Und Keratin und so weiter. Na, ich habe da extra noch einiges gesammelt jetzt unterwegs. Ich habe da nochmal ein paar Stück gesammelt. Dann machen wir das. Ich guck mal, ob wir noch irgendwo Cementing Paste haben. In irgendeinem Schrank. Nee, ich glaube, ich habe die letztens alle in den Mörser gepackt da. Ach, in den Mörser, da ist aber nichts drin. In die mittleren. In die mittleren. Ah ja, also 41 haben wir noch. Na, ist doch schon mal ordentlich. Schon mal anfangen. Na gut, ich pack das mal in die Werkbank. In Hoffnung, dass das keiner rausklaut. Na, wer soll das denn rausklauen, außer... Ja. Du vielleicht? Ja. Oder die Äffchen? Ja, siehst du? Da haben wir es schon. Ich stelle nebenbei nochmal neue Cementing Paste her. Ich habe ja hier so ein bisschen Keratin. Das ist zwar echt arschteuer. Na, wie gesagt, also du kannst ja also nicht nur Keratin, sondern auch Chitin nehmen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das geht alles. Dann wird es verdammt nochmal überladen. Was ist hier los? Ich will aber auch nichts wegwerfen. Das Problem kommt mir bekannt vor. Ist immer schade um die ganzen Rohstoffe. Perlen sind auch ordentlich. Ah, gut, Perlen haben wir ja auch. Also, ich habe letztens nochmal irgendwie 400 Perlen oder so gesammelt. Ich habe gerade im Schrank gesehen. Locker reichen. Ja, völlig entspannt. Und in der Kiste nebenan sind auch noch ein paar Perlen. Ja, brauchen wir gar nicht. Fiber haben wir, glaube ich, auch genug. Also, auf meiner normalen Tauchstrecke sind ungefähr so 150 Perlen zu finden. Das ist also kein Problem. Ja. Und ich schleiche. Ich schleiche. Ganz schneller Schleicher. Ja, Schmidtchen Schleicher. Ja, Mensch, da hat das ja wirklich mal richtig gut funktioniert mit dem Spino. Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte zwischendurch schon echt Panik, da flog so eine Killer-Libelle rum. Also diese komischen Flugviecher, die hier immer rumtouren, die Libellen fliegen, was auch immer, keine Ahnung. Und wenn die halt irgendwo Viecher rumliegen sehen, selbst wenn die betäubt sind, dann fangen die an, da drauf rumzuhauen. Ja. Und wenn die Schaden erleiden beim Versuch, die zu zähmen, dann verlieren die natürlich Bonuslevel. Und zwar so richtig. Und zwar so richtig. Und ich hatte echt schon Panik, das war schon wirklich einen Meter davor, aber hat Gott sei Dank nicht angegriffen. Ich konnte es dann gerade noch so killen. Ja, und dann haben wir uns ja auch dazu entschieden, was drumherum zu bauen. So, Holz, hier drin. Und wir haben übrigens noch einen neuen Mitbewohner. Also das wollte ich auch gerade sagen. Noch hier, da ist er, der Kleine. Genau, und auch er hat noch keinen Namen. Der gerade schüchtern in die Ecke guckt. Ja, und an der Stelle dann gleich mal eine Frage an euch. Wie würdet ihr denn diese drei Kumpanen nennen? Also wir haben schon 2 Namensvorschläge bekommen in dem letzten Video. Und vielleicht auch inzwischen mehr während der Aufnahme. Wir wissen es nicht. Genau, das kann sein. Und wir haben uns jetzt überlegt, okay, das waren zwar coole Vorschläge. Wir möchten am Ende aber eine Abstimmung haben. Das heißt, ihr schickt uns jetzt einfach noch ein paar Vorschläge und wir lassen das Ganze dann von euch abstimmen. Und die 3 Namen mindestens, ja, wer sagt, dass es 3 Affen bleiben, würden wir dann halt auch hier vergeben. Genau. Also es ist auf alle Fälle ein Weibchen und 2 Männchen. Also das schon mal als Vorab-Info bei der Namenswahl quasi. Also schickt uns einfach 3 Namensvorschläge für die Kleinen da. Und ja. Wenn wir genug haben, dann werden wir eine Abstimmung machen lassen. Da könnt ihr dann drüber entscheiden, welche Namen cool sind, welche Namen für Affen quasi dann vergeben werden sollen. Und ja, nur zu, schreibt uns eure Vorschläge. Genau. So, also wir müssen jetzt auf alle Fälle genug Zeug haben. Ich werde mal ein paar Steine holen. Oh Gott, steht hier so ein Spino rum, ja. Ach, komm, der herkommt. Ja. Wo ist er denn? Was ist denn geparkt? Hier hinten? Ja, da. Schaut euch doch mal an, wie riesig der ist. Was für ein Megateil. Ich meine, Bertha und Manni und Spike sind schon nicht so klein, aber... Aber der ist ja noch ein ganzes Stück größer. Hallo. Der sieht schon episch aus. Ich möchte bloß mal wissen, man sitzt ja bestimmt hier so in der Nackenfalte quasi, da wo keine Stacheln sind. Und ich stelle mir das gerade so vor, wenn man so breitbeinig auf dem Sattel da sitzt, hier genau in der Mitte und der den Kopf nach oben hinten wirft. Dann hat man dann hast du Piercing den Stachel an mehreren Stellen. Ja. Bereich. Ja, auch da. Autsch. Ja. Oh, da liegt ein Ei. Sehr schön. Ixi hat mal wieder ein Ei gelegt, also die
Operation T-Rex 110 Plus wird sicherlich bald anlaufen, wenn wir einen finden, dann haben wir auf alle Fälle genug Kippel für den. Ja, genau, und dass uns das nicht wieder hier 3 Lebensstunden kostet. Genau, und den fertigen Stall von den Skorpionen habt ihr ja auch noch nicht gesehen. Ich hatte den ja beim vorletztes Mal gebaut. Oder vorvorletztes Mal. Ich glaube, das ist schon 3 Folgen her. Ja, da hatte ich ihn ja angefangen, der sah dann ein bisschen stuller aus. Ich habe jetzt mal noch ein Dach drauf gezimmert, hier so ein paar Säulen rein, damit es einfach ein bisschen stylischer aussieht. Da hinten auch noch Säulen, damit es einfach nicht so gerade Wände sind. Und ja, ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, der Plan war ja ursprünglich, solche Abtrenner dazwischen zu setzen. Genau, so ein Absperrgitter, aber das hat nicht funktioniert, weil die natürlich ein bisschen mehr Platz brauchen als hier so eine Bodenplatte. Die können zwar hier ineinander stehen, aber man bekommt da halt keinen so einen Trenner rein. Schade, schade, aber das macht nichts. So, brauchst du noch Steine? Nö. Hast du jetzt genug? Also, naja, hier noch nicht, aber ich kann ja selber laufen. Wenn ich um hier bin, kann ich auch noch welche mitbringen. Ja, dann bring noch welche mit. Gut. So völlig überladen, wie ich hier schon wieder bin mit den 5000 Pfeilen. Weil ich noch ein paar im Haus gelagert habe. Ja, Mensch, ist ja gut. Der sieht echt, der hat so einen blauen Schimmer bei dir. Was faucht der denn eigentlich so? Na, wer weiß, was er da sieht? Die Skorpione? Na, er hat mich gerade gesehen. Ah, mag dich noch nicht so. Warum? Ich habe ihn die ganze Zeit gefüttert mit exquisiten Prime Meat. Aber ich habe Tag und Nacht neben ihm verbracht und ihm gute Nachtgeschichten erzählt. Ja, aber du hast nur zugeguckt, wie er verhungert. Das stimmt ja so wohl gar nicht. Ich habe für die Essen-Zufuhr gesorgt. Nein. So, hier drin. Da ist kein Platz, was soll denn das? Ja, naja. Schießpulver raus. Jetzt los. Und es wird mit Sicherheit richtig viel XP geben, der Sattel. Der ist nämlich blau. Ha, und ich werde den bauen. Ja, du brauchst ja noch ein bisschen XP. Ja, eben. Einer muss ja. Ich hänge ein bisschen hinterher. Ja. Deswegen baue ich eigentlich so alles, was es hier gibt. Ja, und wir haben auf alle Fälle, beziehungsweise ich habe beim Sammeln von Prime Meat wahnsinnig viel Zeug noch gefunden. Pfeile ohne Ende, ihr seht es ja hier im Rucksack. Also, das hat er alles eingesammelt. Der gute Milchzahn. Und tausende Tonnen Fleisch, ungelogen. Also wirklich tausende Tonnen Fleisch. Da habe ich schon wirklich ganz viel weggeworfen. Ein paar hundert Fleisch und ja. Leder und Chitin und anderen gefunden. Also alles. Nachschub gab es reichlich. Aber es war schon echt gar nicht so einfach, denn ich habe am Ende keinen Prime Meat mehr gefunden. Tatsächlich nur noch durch Glück das Agentavis-Ei gefunden. Das war wirklich mehr als Glück. Wir haben auch gedacht, dass es dann für die letzten 8% oder was das war, reicht. Aber dem war natürlich nicht so. Ja, aber es hörte genau an dem Punkt auf, an dem die Aufnahme begann, nämlich mit diesem Pixel vorm Ende. Ja, deswegen haben wir auch gesagt, komm, das nehmen wir jetzt auf. Genau. Das muss, das ist episch. So, brauchst du noch Steine? Ja, ne? Nee, nein, im Schrank sind genug, ich hab genug. Aber neben dem Schrank können wir noch lassen, dann bring ich davon draußen noch welche rein. Pack die doch einfach in den Schrank. Das könnte ich auch machen, aber wir brauchen da draußen natürlich für die Mauer. Weil hier ist gerade nicht genug Platz im Pott, also von daher... Auf dem Pott ist nicht genug Platz. Auf dem Pott ist nicht genug Platz. So, geht doch. Ja, gut. Sag mal, hast du jetzt hier gerade... Ja, ich pack dir schon mal die Werkbank. Achso, hast du schon gemacht, gut. Ja, das sollte dann sogar reichen. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Also in der Bank liegen, glaube ich... 91. Ja. Brauchen wir ja nicht mehr viele. Ja, eben. Na, es reicht aber noch nicht, was du hier erstellst. Ja, noch nicht ganz. Jo, war ja ganz erfolgreich auf jeden Fall schon mal. Das ist ziemlich cool. Ja, und ich würde sagen, du zeigst jetzt mal die Kackstation. Nein, die ist noch nicht fertig. Dann zeigst du die noch nicht, dann war das jetzt ein Spoiler. Das ist geheim. Ach, das ist, so geheim ist das nicht, aber hier ist doch schon mal ein Beweisstück. Ja, hier übrigens, er ist der kleine Sepp hier. Der ist noch ein Inventarstück, nenne ich es mal, für unsere Kackstation. Ich habe es ja schon in Folge 36 angefangen. Ihr habt ja schon mal so einen kleinen Einblick gehabt, wie das Ding aussehen soll. Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch Folge 36 an. Ja, wisst ihr Bescheid. Und er hier ist auf alle Fälle dann ein Bewohner der Kackstation. Und hier liegt schon wieder ein Ei. Mensch, die legen ja wahnsinnig viele Eier gerade an, so an Kilos. Und die brauchen auch noch einen Stall. Ihr braucht eigentlich alles einen Stall. Aber wann kommt denn dann die Folge mit der Kackstation? Ja, wir können das ja demnächst mal in Angriff nehmen. Ich meine, wir haben jetzt ganz viele Folgen mit irgendwelchen Viecherzähmen hinter uns gebracht. Wir können mal wieder so ein paar Baufolgen machen. Ja, einfach auch, ne, wir mal zeigen, wie der Dodo überhaupt dahin kommt. Ja, das können wir beim nächsten Mal machen.
Na, dann machen wir das beim nächsten Mal. Zeig mal die Kackstation und generell, wie man effektiv Kacke farmen kann. Wir brauchen nicht ganz viel Dünger. Ja. Eine Variante habt ihr beim vorletzten Mal schon gesehen mit Gundula. Ja, genau. Aber es geht natürlich noch anders. Ja, ich würde sagen, das gibt's dann beim nächsten Mal zu sehen. Irgendwie, wenn wir es nicht vergessen oder vielleicht zufälligerweise den Mega-T-Rex finden unterwegs. Ne? Das ja, ist noch ist er uns nicht begegnet. Ja. Wir sind auf der Suche. Haben immer ein Auge offen. Ja, wir suchen auf jeden Fall, genau. Ah, der ist so geil. Der Spino, also irgendwie sieht der schon richtig cool aus. Und er hat ein paar kleine, spitze Zähne, finde ich. Also, wenn der mal kurz zubeißt, dann ist das da nichts mehr. Das tut dann schon weh, ne? Ja. Die Stacheln auf dem Rücken, der sieht echt episch aus. Episch. Uns fehlen noch 54 Cementing Paste. Und das Schlimme ist, wir brauchen auf jeden Fall noch einen, nämlich ein Männchen. Ob der dann auch so vom Level her 80 oder höher ist oder niedriger vielleicht, wir wissen es noch nicht. Vielleicht organisieren wir uns aber einfach noch zwei Geier, zwei Weibchen. Das wäre auch das, was damit ich jetzt wir Argentavis-Eier bekommen. Denn ich habe keine Lust, wirklich, ich habe keine Eier vom Geier sozusagen. Boah, ein schlechte Wortspiele, richtig. Ey, das war gut. Ab was in die Das war total gut. In die Wortspielkasse. Ihr pflichtet mir noch bei, das war ein echt gutes Wortspiel. Also ich finde, Eier vom Geier ist. Ja. Episch. 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 Du bist auch schon so episch, wirklich. Mindestens genauso episch. Wie die Eier vom Geier. Wie der Spino hier. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ihr seht schon, wir haben eine Menge Spaß. Und wir werden auf jeden Fall noch ein Spino holen. Ja, aber dann haben wir Kibbel. Dann haben wir Kibbel. Dann haben wir definitiv Kibbel. Bevor wir noch so ein Spino, also was der an Narcotics weggefressen hat, der hat ja inhaliert quasi. Ja. Also er hat bestimmt so alle 10 Sekunden Narkotik vertragen. Naja, der hat sich ordentlich was reingezogen. So, und ich warte drauf, dass Animal aus dem Tee kommt. Mit dem Sattel. Ja, der ist gleich fertig. Das dauert nicht mehr lange. Ich brauch's ja nur noch. Ja, nicht mehr viel. Ja, guck mal, 20 bring ich noch rüber. Na, brauchst du nicht. Ich hab doch schon... Ach so, so 20 meinst du. Ich dachte... Ja, das sollte jetzt eigentlich dann reichen. Jetzt sind noch 134. Naja, und jetzt reicht dann. Wir brauchen 168. Ach, du stellst noch ein paar her. Ich stell grad noch her. Ja. Ich stelle 34 her. Ah, die Spannung ist ja nicht auszuhalten. Ja. Na hallo, Mensch. Jetzt hast du ihn weggenommen. Was soll denn das? Oh, der sieht so süß aus irgendwie. Oh, pass mal auf hier. Ja. Ich bin gerade noch nicht so sicher, wie man das macht. Wolltest du zwei auf die Schulter nehmen? Nee, aber man kann, die können ja mit Kacke werfen. Ich habe ein Level up. Ich bin überglücklich. Mal hier den anderen Affen loswerden, den auf der Schulter sitzt. Das ist das Weibchen übrigens jetzt. Das helle ist das Weibchen und das hier sind zwei Männchen. Der dunkle ist ein Männchen hier und das ist auch ein Männchen. Ja. Wäre ein bisschen dunkler vom Orangeton her, wäre es so ein Zoss Gaming Orange. Ah ja. Leider kann man die Affen ja nicht einfärben. Und wir haben es noch nicht probiert. Wir haben ja noch irgendwie so eine Sprühpistole. Das ist ja auch nur ungesund, ne? Also wenn die das im Fell haben, dann lecken die das ab. Du bist auch in den Farbtopf gefallen. Guck das mal an. Ja und? So, was ist denn jetzt eigentlich? Sieht aber besser aus als das, was du da machst. Was ist denn jetzt? Ja, das braucht noch. Was hast du gesagt, wie viel drin liegen? 100, was hab ich gesagt? Ich weiß nicht. 100, wo ist es denn überhaupt? 100, 34. Ja, dann fehlen ja nur noch 34. Ja, dann bist du fertig? Nein! Die sind gleich fertig. Mach mal nicht so einen Stress. Es fehlen nur noch 14. Ach, 14? Warum nutze ich nicht zwei Mörser? Nein. Darum. Oh, ich stehe dann schon mal hier an der Werkbank, bin sehr gespannt. Aber ich will den bauen. Ne, du sollst den auch mal bauen, es kommt ja nicht auf den Tee. Psst. Du musst dich ein bisschen beeilen, die Folge ist nämlich gleich zu Ende. Ja, das... Das dauert. Ich kann hier nicht das beschleunigen. Die Frau hier wieder. Es fehlen nur noch 10. Hausarbeit ist nicht so ihrs hier in der Wohnung. Das ist ein Haus übrigens, ja? Ja. Schön, dass du den Unterschied nicht kennst. Ja, Hausarbeit hier in unserem Haus ist nicht so ihrs. Guckt euch das einmal an. Ungefegter Boden. Die Tiere werden nicht gefüttert. Ich wische den Boden gleich mit dir auf. Pass mal auf. Gebaut wird hier auch nichts. Die Küche ist noch völlig uneingerichtet. Die Kochtöpfe sind... Hallo? Von außen total vergammelt. Da fehlt ein Stück oben. Ja. Ach Gott. So, was ist denn? Ja, was ist denn jetzt? Gleich. Ich bin so aufgeregt. So eine Stressbacke. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie wir. Aber hallo. Aber hallo. So, 33, es geht gleich los. Ach Gott, das dauert. Di-di-di. Wisst ihr, was jetzt richtig fies wäre? Wenn wir an der Stelle einen Cut machen. Ah. Mit der Folge.
Aber so fiese bin ich. Das machen wir nicht. Also ich nicht, du schon. Was soll denn das? So, jetzt Achtung, Achtung. Los geht's. So, wir achten auf die XP, die es gibt. Na? Na, na, na? Na? 80 XP. Alter Falter, ich habe noch ein bisschen mehr gekriegt. Ja, ich habe 160 bekommen. Ja, du kriegst das Doppelte. Los jetzt. So, ich nehme den mit und dann packen wir den mal auf den Spino und dann setze ich mich da mal auf. Ey, kannst du nicht mal hier wieder eine Tür nehmen und nicht über den Balkon springen? Banause. Banause? Oh, das pack mal auf da. So. Ach so, huch. Epic Moment. Ja, Epic Moment. Oh. Ich besteige. Okay, da sticht man sich nicht weg. Alter, sieht das episch aus. Wo sitze ich denn? Hier, das ist ja richtig cool. Ja, guckst du an, wo du sitzt. Naja, eigentlich ist da doch, also wenn man oben drauf ist, du kannst ja mal kurz raufgehen. Ja, ich sehe es ja von, also wenn du mal runtergehst. Ja, genau, setz dich mal kurz drauf. Was übrigens noch sehr cool wäre, wenn man, nee, Moment. Oh. Ja, guck, ja, also und ja, unter aber, dir ist direkt auch noch ein Stachel. Au. Ja, sag ich ja. Irgendwie tut das doch weh. Ja, wir ignorieren mal, dass da Stacheln sind. Und das sieht echt episch aus. Ja, also guck der ist das wirklich... Doch mal an. Mega. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Also wenn du jetzt dort stehen würdest, wo ich stehe, dann sieht das richtig gut aus. Ja, aber ich stehe nicht da, wo du stehst. Das ich sitze da oben drauf. Ah, episch, episch. Ja, mit dem werden wir auf nächstes Mal irgendwann losziehen. Auch vielleicht übernächstes Mal mal gucken. Ja, aber ich verstehe schon, dass man hier so viel Leder gebraucht hat. Wenn man sich und was ich gerade noch sagen wollte, ja. Weißt du, was richtig geil wäre? Wenn es irgendwie mal einen Sattel geben würde, wo man zu zweit drauf sitzen könnte. Habe ich auch schon gedacht. Siehst du, Mensch. Einer schön, vorne, einer hinten, Gedanken. Einer also einer lenkt quasi, der andere kann schießen. Oh, das wäre richtig geil. Und ich bin so gespannt, wenn dann die epischen Waffenplattformen kommen für die Prontos und Plesios, oh, ja. Dass man eben draufbaut und dann geht's ab hier mit dem Gatling Pronto. Ja. Epic Moment. Aber Epic hallo. Moment. Da freuen wir uns riesig drauf. Ja Mensch, ich würde sagen, das soll es gewesen sein für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie wir. Guck mal, und der dreht voll am Juhu. Ja, und Anni möchte gleich, dass der Spino auf den Boden bricht. Ja. Ja. Lasst uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und beim nächsten Mal schaltet nicht vergessen, dann geht's hier weiter mit Ark und unserem Streichelzoo und Anni. Genau, ich bin auch dabei. Anni aus dem Streichelzoo. Ja, ich bin dann auch im Streichelzoo, ne? Im Käfig. Genau. Na guti, dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.